Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich bin heute an einem Ort, an dem ungefähr 30 Bewohner leben. In Tézé. Das ist ein Name, der sehr bekannt ist. Warum? Hinter diesen Häusern treffen sich jedes Jahr Tausende von Jugendlichen, um gemeinsam miteinander zu beten. Und die reisen hier an mit einem Koffer voller Fragen. Über das Leben, über den Glauben. Und da nehme ich sie jetzt mit hin. Hier, hinter dem kleinen Ort, ist es. Viele kommen mit dem Bus. Wie auch eine Gruppe aus Hessen. Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren und erwachsene Begleiter. Andreas Meurer ist der Leiter. So, jetzt erstmal mit Sack und Pack aufs Tézé-Gelände. Und dann gleich weiter zur Einweisung. Wenn ihr jetzt alles abgelegt habt, gehen wir jetzt zu Punkt M. Mir nach, ich folge euch. Während Andreas die Formalitäten erledigt, schnappt sich Tobias die neuen Gäste. Er ist ein freiwilliger Helfer in Tézé, arbeitet hier. Jetzt erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Praktische Informationen gibt's und eine erste Einstimmung zu der Frage, warum seid ihr hier? Sina liest vor. Wer nach Tézé kommt, ist eingeladen, Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Im gemeinsamen Gebet, im Singen, in der Stille, im persönlichen Nachdenken und in Gesprächen. Danach verteilt Gruppenleiter Andreas ein überlebenswichtiges Stück Papier. Ohne dieses Märkchen kriegt ihr kein Essen. Und wer das Märkchen verliert, muss ein neues kaufen. Einfache Regel. Und wie sind die ersten Eindrücke, frage ich. Ich habe es mir nicht so voll vorgestellt. So viele hatte ich jetzt auch nicht. Das ist echt krass. Ich denke mal, es wird hier extrem cool werden. Und ich freue mich schon drauf. Das Tézé-Gelände ist mehrere Fußballfelder groß. Die Gäste schlafen im Zelt auf der Wiese oder in einer Baracke. So werden die kleinen Reihenhäuser genannt, in denen die Jugendlichen nächtigen. Jungs und Mädchen getrennt. Sina und ihre Schwester Ida lassen uns kurz reinschauen. Bescheiden, aber eigentlich soweit in Ordnung. Man hat also noch nicht mal ein Licht, glaube ich. Aber, doch, man hat wohl ein Licht. Aber man hat Betten und eigentlich braucht man ja auch nicht mehr. Man will hier ja nur schlafen und dann geht's raus. Bald gibt es Abendessen. Aber die Jungs stehen noch vor der Tür. Ja, wir warten gerade auf die Zimmerschüssel und jetzt stehen wir hier die ganze Zeit. Also. Wer das normale Abendessen verpasst, bekommt noch was am Kiosk. Croque Monsieur, Pizza oder Crepe. Und, ab 16 Jahren, sogar ein Glas Wein oder Bier. Aber nur eins pro Nase. Es ist 8 Uhr morgens. Dreimal am Tag rufen die Glocken zum Gebet. Und das noch vor dem Frühstück. Das gibt's doch eigentlich nur im Kloster. Aber die Kirche ist voll. Jemand stimmt ein Lied an. Und dann singt die Gemeinde hier mehrstimmig, a cappella. Es gibt keinen Pfarrer oder Priester, der vorne steht. Der Gesang kommt aus der Mitte, in der die Brüder von Tézé sitzen. Es sind Lieder mit einfachen Texten, die sich wiederholen. Ein meditatives Gebet. Dann richten sich alle aus nach dem Wort Gottes. Brüder lesen kurze Texte aus der Bibel, vorgetragen in verschiedenen Sprachen. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Es folgt aber keine Predigt, sondern Stille. Dreitausend Menschen schweigen. 8 Minuten lang. Meditation und Stille, Lob und Fürbitten zusammen mit den typischen Liedern, das macht diese Gebetszeiten aus.
Mit den Gebeten und Gesängen im Herzen strömen nach der Kirche alle zügig zum Frühstück. Es gibt Brötchen, Butter, Schokolade und Pulverkaffee. Die Jugendlichen aus Hessen erzählen mir, wie sie den Gottesdienst empfunden haben. Also es ist so ein spirituelles Kribbeln, was man so fühlt, was so in der Luft hängt und was halt einfach einen mitnimmt. Und man merkt, man gehört zu dieser Gemeinschaft, während man in dieser Zeit ist, wo man hier ist. Man fühlt sich eigentlich viel zugehöriger auch zu den Leuten und auch verbunden, dadurch, dass halt alle auch wirklich das Gleiche singen und niemand irgendwie aus der Reihe tanzt oder so. Also ich finde, die Stille ist zum Beispiel auch überhaupt nicht unangenehm, sondern es ist irgendwie also magisch. Man fühlt sich dann irgendwie mit den anderen Leuten verbunden, dass man eben gerade gemeinsam diese Stille, zusammen erlebt. Als nächstes gehe ich in eine Bibeleinführung. Die finden täglich zwischen dem Morgen und Mittag oder zwischen dem Mittag- und Abendgebet statt. Ein Taizé-Bruder knüpft sich eine kurze Jesusgeschichte vor und stellt Fragen dazu, kommt mit den Jugendlichen ins Gespräch. Sehr konkret, sehr alltagsbezogen. Was hat diese Geschichte vielleicht mit meinem eigenen Leben heute zu tun? Darum geht es immer wieder. Danach reden die Jugendlichen in kleinen Gruppen weiter. Was ziehen sie für sich daraus? Hi, kann ich euch kurz stören? Hi, klar. May I disturb you? Ja? Okay. Ihr wart auch gerade in der Bibelstunde, oder? Ja. You are Wo seid ihr her? Aus Schweden. Was nimmst du von Taizé mit nach Hause? Es sind viele Dinge. Freundschaft ist ein sehr großer Teil in Taizé. Ich habe nette Leute hier getroffen. Auch diese hier. Freundschaft ist das Fundament. Das ganze Gefühl, hier zu sein, nehme ich mit nach Hause. Den inneren Frieden, den du in der Stille findest, das haut dich um. Du denkst nach über Dinge, die dir zu Hause nicht durch den Kopf gehen. Ein ernster Austausch ist hier sehr wichtig. Aber die Taizé-Gäste müssen sich nicht von morgens bis abends mit Glaubensfragen befassen. Es gibt auch Zeit für Spiele, für Ausgelassenheit und lockeres Kennenlernen. Oder man legt sich einfach auf die Wiese und chillt. Das geht auch. Es gibt nur einen einzigen Laden hier auf dem Hügel. Und der wird von den Brüdern von Taizé betrieben. Frère Roger Schütz ist der Gründer der Gemeinschaft von Taizé. Er ist 2005 durch ein Attentat ums Leben gekommen. Aber er hat sein ganzes Leben lang viel geschrieben. Seine Bücher sind in viele Sprachen übersetzt. Dichterisches Schaffen ist für mich eine Befreiung. Das hat Roger Schütz 1970 in sein Tagebuch geschrieben. Und eine ganz besondere Bedeutung haben diese Texte, die Quellen von Taizé. Sie bilden die Grundlage des gemeinschaftlichen Zusammenlebens der Brüder. Und sie werden auch von denjenigen gelesen, die verstehen wollen, worum es den Brüdern hier in Taizé geht, was ihnen wichtig ist, was sie leben wollen. Über 100.000 Mal haben sich diese Texte in Deutschland verkauft. Taizé-Lieder auf Koreanisch. Neben den Büchern ist vor allem die Musik ein Exportschlager. Auch auf YouTube ein Hit. 8,6 Millionen Klicks hat das Lied Nada Te Turbe. Ein typischer Souvenirladen. Mit so einem Kreuz hier laufen viele rum. Das will ich auch als Andenken mit nach Hause nehmen. Hallo. Ich hätte gerne noch den Kettenanhänger, die Nummer 32. 32? Ja. Gehören Sie hier zu Taizé dazu? Ja, ein bisschen. Ich bin eine von den Schwestern von St. Andreas. Von den Schwestern? Ja. Ich dachte, wir wären nur Brüder. Nee, seit 1966 sind hier auch Schwestern. Wir sind gekommen 1966 für 3 Monate, ja, um beim Empfang zu helfen. Und ja, eigentlich um die Sachen zu verkaufen und die Pilger zu empfangen. Und wir sind immer noch da. Ach, wie toll. Von der Schwester erfahre ich auch, dass die Brüder nur vom Erlös des Ladens leben. Von dem Unkostenbeitrag der Gäste von 8 Euro pro Tag nehmen sie nichts. Das ist reiner Selbstkostenpreis. Das Geschirr und die Schmuckanhänger fertigen die Brüder in ihrer Werkstatt selber an. Und das will ich mir anschauen. Abgeschieden vom Gästetrubel arbeiten und leben die Brüder der Gemeinschaft. Bruder Merrick,
kommt aus Australien. Er produziert heute 150 Teller. Nebenan lasiert Bruder Bart die Teller. Er leitet die Werkstatt und koordiniert die Arbeit. Jetzt sind, glaube ich, 4 bis 6 Brüder. Und dann, wenn es weniger Leute gibt auf den Hügel hier in Tessé, dann kann bis 10, 15 Brüder hier in der Töpferei arbeiten. Mit der eigenen Hände Arbeit sich den Lebensunterhalt verdienen, das ist ein wichtiges Grundprinzip der Brüder. Jeder hilft mit, da wo er gebraucht wird. Auch in der Schmuckwerkstatt arbeiten mehrere Brüder. Das Markenzeichen von Tessé, eine Mischung aus Kreuz und Taube, produzieren die Brüder hier. Heute ist das Kreuz international bekannt. Und ebenso international ist die Bruderschaft, was man auch an den Produkten erkennen kann. Was an diesem Ort vor 70 Jahren begann, strahlt heute auf alle Kontinente aus. In diesem Haus gründet Roger Schütz die erste ökumenische Bruderschaft weltweit. Ein Leben in Gebet, in großer Einfachheit, ehelos und in Gütergemeinschaft. Das leben heute rund 100 Brüder aus 25 Nationen. Dieses Tessé-Gebet steht auch im Mittelpunkt von den Jugendtreffen, die weltweit seit Jahrzehnten regelmäßig stattfinden. Pilgerweg des Vertrauens nennen die Brüder ihren Versuch, den Geist von Tessé bekannt zu machen. Von einer solchen Reise ist Bruder Alois, der Chef der Brüder, gerade zurückgekehrt. Meine Gelegenheit, ihn für ein längeres Gespräch zu treffen. Was ist es, was Sie persönlich so besonders lieben an Tessé? Für mich ist natürlich zuerst die Community der Brüder. Der erste Ort, wo wir untereinander den Glauben leben, den Glauben teilen, Versöhnung leben. Wir kommen aus über 25 verschiedenen Ländern, Nationalitäten, Mentalitäten. Und das ist nicht selbstverständlich. Aber das ist der erste Ort, die Brüderlichkeit unter uns. Wenn das nicht stimmt, dann können wir auch keine Jugendtreffen machen. Dann werden wir eine Organisation mit einem Programm, aber nicht eine Gemeinschaft, die durch ihr Leben etwas sagt. Ja. Was sind denn das für Themen, die die jungen Leute von heute besonders beschäftigen? Es ist interessant, dass in den letzten Jahren auch wieder politische Fragen und Fragen, was die Ökologie angeht, und das bewegt die Jugendlichen ganz stark. Aber die Frage ist noch tiefer für die Jugendlichen. Ja, die Frage nach Gott ist da. Und diese Frage kann nicht einfach vergessen werden oder weggewischt werden. Und ich glaube, Jugendliche sind dankbar, dass sie hier diese Frage stellen können in einem Freiraum, wo sie so suchen können, wie sie jetzt sind, und wo wir sie empfangen, so wie sie jetzt sind. Was genau ist Ihre Botschaft für die Jugendlichen? Also was möchten Sie denen konkret vermitteln? Der große Wunsch ist, dass die Jugendlichen, die herkommen, Vertrauen in ihr Leben haben. Ja. Und dass sie spüren, dass ihnen vertraut wird. Ja. Viele Jugendliche spüren das nicht, haben den Eindruck, mir vertraut niemand richtig, ja, und ich muss mich selbst durchkämpfen. Ja. Und dass sie entdecken, dass Gott ihnen vertraut. Und damit kann man ein Leben aufbauen. Die meisten kommen für ein paar Tage nach Tessé. Und wer einmal hier war, der kommt auch gern wieder. Es gibt sogar junge Menschen, die bleiben für ein paar Monate. Und manche sogar ein ganzes Jahr. Das sind die sogenannten Freiwilligen. Und die arbeiten hier. Die kümmern sich um die Lebensmittel. Verladen die, sorgen dafür, dass sie alle an Ort und Stelle kommen. Und dann bekochen sie auch noch in manchen Zeiten mehrere tausend Leute. Und zwar jeden Tag. Naomi ist eine von rund 80 freiwilligen Helfern in Tessé. Nimmt einer den Henkel an der linken Seite und einer auf der rechten Seite. Und dann schüttelt man das. Einmal schütteln.
Schütteln, 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 schütteln. Sie leitet das Vorbereitungsteam. Viel Verantwortung. Natürlich wächst man mit jeder Aufgabe, die man bekommt. Und deshalb lernt man auch durch jede Aufgabe dazu. Seid ihr soweit? Nur die Linsen bitte, nur die Linsen. Patrick schmeißt die Küche. Das Kochteam hört auf sein Kommando. In Tessé ist es üblich, dass die jungen Gäste Arbeiten wie diese übernehmen. Und dann ist ein ganz großer Teil des Jobs, das Team zu führen. Also die sind natürlich irgendwie, kennen die sich vorher nicht. Man muss die irgendwie zusammenführen am Anfang. Und dann muss man sie anleiten, dass sie den Job hier machen. Wir kochen hier für ein paar tausend Leute jedes Mal. Die müssen gut zusammenarbeiten, sonst geht's nicht. Das hat schon was von Großkantine hier. Vorsichtig, die Töpfe sind sehr voll. Verletzt euch nicht. Den Volunteers wird ganz schön viel abverlangt. Patrick achtet darauf, dass alle hellwach bei der Sache sind. Also ganz klar, wir haben ganz viele Sicherheitsvorkehrungen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass die Leute sich nicht verletzen. Also wir haben heiße Sachen, wir benutzen Gas. Und der Boden ist ein bisschen rutschig. Ich bin gerade eben auch ein bisschen gerutscht. Muss man schon aufpassen, dass man da, dass man nicht sich verletzt. Vorsichtig. Essig kann rein. Ja, Zucker kann rein. Ich mache auf. Jetzt wird der Eintopf gewürzt. Da darf nichts schief gehen, sonst schmeckt's nicht. Apfel. Zwei Leute füllen, einer checkt die Boxen. Eingearbeitet werden die Volunteers von anderen freiwilligen Helfern, die schon länger da sind. Das Vertrauen der Brüder in junge Menschen, hier zeigt es sich konkret. Das erfüllt mich mit ganz viel Freude. Ich finde das total schön, dass sie das uns übergeben und dass wir das hier leisten dürfen. Und, ja. An der Essensausgabe, letzter Temperaturcheck. Patrick und sein Team haben rechtzeitig geliefert. Der Platz füllt sich. Was für ein Andrang. Es gibt hier ein wirklich schönes Ritual in Tessé. Bevor die jungen Leute ihr Essen bekommen, bejubeln sie erstmal die Kochteams und die freiwilligen Helfer. Zuerst danke Kochteam. Dann geht's los. In Tessé bekommt die ganze Welt ein Gesicht, heißt es. Ist das so? Ich habe den Eindruck, es sind viele Deutsche da. Deswegen höre ich mich beim Schlangestehen mal um und frage, wo die Gäste herkommen und wie es ihnen hier gefällt. Hi. Hi, where are you from? Wo seid ihr her? Hongkong. Von Hongkong? Warum seid ihr in Tessé? Wir sind hier, um runterzukommen, um mehr mit Gott verbunden zu sein, weil wir in Hongkong immer busy sind und keinen Freiraum haben, über Gott nachzudenken. Hi, where are you from? Woher bist du? Niederlande. Schön, warum bist du hier? Ja, ich mag einfach die Ruhe hier, wie friedlich alle sind. All das mag ich. Wir sind jetzt von der Schweiz, ein bisschen hier in der Kirche zusammen und von verschiedenen Ländern zusammen. Und ja, alle nette Menschen und sehr Jugendliche und ja. Ich bin selber eigentlich Atheistin und glaube gar nicht an Gott, aber also ich habe halt gehört, dass es ganz toll sein soll. Und mich hat eine Freundin gefragt, ob ich mitkommen will. Und ich fand das einfach interessant und es ist für mich total spannend hier, diese Gemeinschaft. Ich finde es auch interessant, so, mich mit der Bibel auch so zu beschäftigen und mit den Fragen. Obwohl du gar nicht an Gott glaubst? Ja. Wow. Das Essen ist schlicht. An einem Ort, wo es um den Glauben geht, ist das vielleicht okay, oder? Ich stelle immer wieder fest, dass es reicht. Also mir schmeckt es gut eigentlich. Also es ist, sieht nicht so lecker aus. Schmeckt aber. Also es wirklich macht auch satt. Also ich bin überrascht. Es ist jetzt nicht so lecker, wie wenn ich jetzt in einem 5-Sterne-Hotel bin. Aber dafür, dass sie so 5000 Leute täglich was zum Essen kriegen, ist es schon sehr gut. Zum Essen suchen sich Naomi und Patrick mit ihren Teams ein ruhiges Plätzchen. Monatelang leben die Volunteers ein einfaches Leben. Viel länger als die Gäste. Die beiden finden es gut. Warum? Weil man daran merkt, dass man mit wenig im Leben auskommt und nicht immer große Mengen braucht oder etwas Pompöses, damit man überlebt. Durch die Einfachheit haben wir die Möglichkeit, uns auf unsere Beziehung zu Gott zu konzentrieren. Wenn wir ganz viel drumherum haben, ganz viel Stress, ganz viele andere Einflüsse, ganz viel Input, dann können wir vielleicht nicht in uns still werden und in uns auf Gott hören oder unsere Beziehung stärken.
Während die einen essen, machen die anderen schon zeitgleich den Abwasch. Auch die Jugendlichen aus Hessen müssen ran und ein bisschen arbeiten. Und wie ich hier immer wieder erlebe, singen beflügelt alle und alles. Die Arbeit läuft hier gerade so nebensächlich eigentlich. Wir unterhalten uns gerade dabei und haben eben auch schon gesungen bei der Arbeit. Also das macht das Ganze ein bisschen angenehmer und leichter. Ja, natürlich wäscht man auch zu Hause ab und hilft mal. Aber das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, als zu Hause in der Küche zu stehen einfach. Wir ziehen alle an einem Strang, sitzen alle in einem Boot. Und wenn jeder eine Kleinigkeit macht, dann ist es was Großartiges. Gilt das auch fürs Putzen der Toiletten? Diese Arbeit müssen die Jugendlichen ja auch machen. Dabei sind sie nicht immer motiviert, erzählt mir Naomi. Das kommt darauf an. Also manchmal ist das eben so, dass man Gruppen hat, die sagen, ah, nee, Toiletten möchte ich nicht putzen. Aber wenn man eine gute Gruppe erwischt, dann hat das natürlich auch gleich viel mehr Schwung. Also dann macht man es halt, weil man möchte ja auch selber auf eine saubere Toilette gehen. Die Jugendlichen heute nehmen es gelassen. Eigentlich voll gut, also ist eine entspannte Aufgabe. Naja, es geht. Also ich finde, in der Gemeinschaft ist es wichtig. Wir leben ja hier alle zusammen und jeder muss das mal machen und das finde ich okay. Ja, da fällt einem kein Zacken aus der Krone, findet auch Patrick. So ist das nun mal. Auch das ist dir auf jeden Fall. Ja klar, das gehört dazu. Ja. Die Aufgaben der Volunteers sind vielfältig. Sie müssen sich auch um die Kirche kümmern, dass alles für die Gebete, den Gottesdienst, vorbereitet ist. Das machen heute Tobias, der die Gruppe aus Hessen bei ihrer Ankunft begrüßte, und Naomi. Das Lichtgitter und die Farben schaffen eine schöne, besinnliche Atmosphäre, finde ich. Die Volunteers haben aber auch Zeit für sich, zum Quatschen bei Tee und Keksen. Sie lernen sich gut kennen und wachsen in der Zeit der gemeinsamen freiwilligen Arbeit zusammen. Tobias schätzt das sehr. Super Leute, macht mega Spaß, tolle Gemeinschaft wirklich, mit den Leuten sich auszutauschen. Man hat die große Gemeinschaft der Volunteere, den Austausch mit den Leuten, die eine Woche da sind, die Gebete, die Gesänge, ja, sehr vieles Schönes. Sie müssen schon viel leisten und sollen am spirituellen Leben teilnehmen. Wem es mal zu viel wird, der darf sich aber auch zurückziehen. Man wird dazu eingeladen, in allen Gebeten teilzunehmen. Da aber immer mal etwas sein kann, man sich nicht gut fühlt oder man einfach nicht in der Laune für das Gebet ist, kann man auch dem einen oder anderen Gebet fernbleiben. Und sie haben Beistand. Die Frauen von den Saint-André-Schwestern, die Männer von den Brüdern. Es gibt regelmäßige Gespräche. Es geht um Alltägliches, aber auch um Glaubensfragen. Für mich ist das die Möglichkeit, alles, was mich innen drin bewegt, zu teilen mit meinem Bruder und ihm zu erzählen, was mir auf dem Herzen liegt. Und natürlich dann ganz viele Sachen, die hier einfach im täglichen Ablauf wichtig sind, die kann ich auch absprechen und einfach nachfragen. In seiner Zeit hier hat Tobias eine intensive Phase gehabt, in der sein Bruder ein wichtiger Ansprechpartner war. Und ganz besonders war das bei mir in der Woche, in der ich meine Stille hatte. Eine Woche habe ich in Stille verbracht und da war quasi die ganze Zeit Glauben das Thema. Und dann so einen Beistand zu haben, tat sehr gut, wirklich. Ja. Gibt es irgendwas, was euch jetzt irgendwie blöd kommt oder euch nicht gefällt oder wo es Gesprächsbedarf gibt? Die Gästegruppen treffen sich abends kurz. Leiter Andreas und seine Jugendlichen aus Hessen besprechen den Tag. Austausch ist essentiell in TC. Und eines darf natürlich nicht fehlen. Das Gruppenfoto. Gott, der Glaube, Sinnsuche, die Zukunft. Das sind die TC-Themen der Jugendlichen. Aber auch das. Party. Später am Abend im Zelt hinterm Kiosk. Die Brüder sind nun schon seit 70 Jahren hier
Und seit 50 Jahren kommt die Jugend der Welt zu ihnen, um sich in Taizé darüber Gedanken zu machen, wie ein christliches Leben aussehen kann. Während der Zeit, in der ich hier war, habe ich immer wieder zwei Fragen gestellt. Was macht Taizé mit dir? Und was nimmst du von Taizé mit nach Hause? Ich würde sagen, die ökumenische Gemeinschaft, dass einfach so viele Religionen zusammentreffen, Muslime, Katholiken, Lutheraner, dass das einfach keinen Unterschied macht, woher man kommt, was für einen Hintergrund man hat, sondern dass man einfach so akzeptiert wird, wie man ist. Der Glaube ist zwar vorhanden, aber hier, das lässt ihn halt noch mal so aufleben und man merkt halt noch mal, woran man glaubt. Und dass halt auch andere Leute auch in deinem Alter diesen Glauben teilen. Das Singen, diese Gemeinsamkeit, also ich meine, in normalen, so kleinen Dorfkirchen, die man kennt, da ist man ja froh, wenn die ersten drei Reihen quasi voll werden. Und hier füllt man so eine riesige Halle. Also es ist einfach wirklich ansteckend, ja, und sehr offen. Ich habe das Gefühl, dass es eher so mich näher zum Glauben führt, aber auch näher zu mir. Und zu Hause, muss ich sagen, ist der Gottesdienst immer sehr trocken. Und ja, da habe ich nicht so die Motivation, dann hinzugehen. Ich glaube, ganz viele natürlich Kontakte in die Welt. Dann ganz festen Glauben, der sehr sicher ist. Ja. Und vielleicht, ich hoffe, dass ich ein bisschen Begeisterung mitnehmen kann und die an Menschen geben kann. Das würde mich sehr freuen. Ja. Das würde ich gerne. Sing dem Herrn ein neues Lied. Wunderbare Taten hat er vollbracht. Sing dem Herrn ein neues Lied. Und was nehme ich mit von diesem Ort? Ich habe in Taizé eine große Kraft erlebt. Und die tragen die jungen Besucher hinaus in die Welt. Dieser Geist von Taizé ist beeindruckend.